Mai Govanen und herzlich willkommen zur 10. Folge von Tolkien chronologisch. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der Ankunft der Noldor in Mittelerde, der Schlacht unter den Sternen und mit Feanors Ende und seinen Folgen beschäftigt haben, machen wir heute ein paar Sprünge. Zuerst in den Westen nach Valinor, wo Sonne und Mond geschaffen wurden, und dann nach Osten, wo mit dem Aufgang von den beiden Himmelskörpern die Menschen erwacht sind. Viel Spaß! Als Fingolfin mit seiner Schar in Mittelerde ankam, gingen zum ersten Mal Sonne und Mond auf. Man muss also bedenken, dass die Welt die letzten drei Folgen bis auf das Licht der Sterne komplett im Dunkeln gelegen hat. Wobei die Elben, die nur in Mittelerde waren, die ganze Zeit nur das Sternenlicht hatten. Aber wie kam es nun zum Aufgehen der beiden Himmelskörper? Dazu gehen wir ein Zeitalter zurück, als Melkor die beiden Leuchten Iluin und Ormal vernichtet hatte. Dies waren die ersten beiden großen Lichtquellen. Als neue Lichtquelle wurden dann, hauptsächlich von Yavanna, die beiden Bäume Telperion und Laurelin erschaffen, die eben dann von Melkor und Ungoliant zerstört wurden. Und genau dort setzen wir jetzt wieder an. Da das Licht der Bäume nur noch in den Silmaril war, wurde Feanor gebeten, diese herzugeben, damit die Bäume wiederbelebt werden konnten. Er lehnte dies ab. Zusätzlich waren die Silmaril zu diesem Zeitpunkt bereits von Melkor gestohlen worden, das wusste er da aber noch nicht. Nach der Trauer der Valar war es dann an der Zeit, neues Licht zu schaffen. Manwë hatte Yavanna und Nienna gebeten, alles zu versuchen, um die Bäume erneut zum Leuchten zu bringen. Doch das war nutzlos. Aber beide hatten noch einen lebenden Teil. Telperion eine silberne Blüte und Laurelin eine goldene Frucht. Yavanna nahm beide und die Bäume waren tot, sie blieben aber als Gedenkstätte stehen. Beide Überbleibsel wurden nun genommen und Aule gegeben, der mit seinen Helfern Gefäße für sie schuf und Varda verlieh diesen die Kraft über den Himmel zu wandern. Dies taten die Valar, damit Mittelerde erhellt werden kann und um Melkor bei seinen Werken zu bremsen. Doch wie bekamen sie diese jetzt in den Himmel und wie konnten die beiden Lichter gesteuert werden? Für beide wurden Schiffe gebaut, die Leuchten eingesetzt und jeweils ein Maia zum Steuern verwendet. Tilion aus dem Gefolge von Orome bat darum, dass er Telperions letzte Blüte pflegen könne, weil er Silber toll fand. Mächtiger als er war Arien, ein weiblicher Feuergeist, der nicht von Melkor betört werden konnte. Sie wurde gewählt, da sie der Hitze der Sonne widerstehen konnte und keine Angst davor hatte. Als sie aufstieg, nahm sie die Gestalt einer nackten Flamme an. Als erstes von beiden stieg Tilion mit Telperions Blüte als Mond auf, denn Telperion war damals auch der erste der Bäume, der erblüht war. Als er über Mittelerde erschienen war, kam Fingolfin gerade in Mittelerde an. 7 Tage später kam dann Arien mit der Frucht von Laurelin und erhellte die Welt. Am Anfang flogen die beiden einfach nur von West nach Ost und wieder zurück, endlos hin und her. Dies taten sie im Takt der beiden Bäume, daher galt da noch die Zeitrechnung der Bäume. Das neue Licht störte vor allem Morgoth und seine Diener, die er zurückzog, und er verhang sein Land mit Wolken, um das Licht zu blockieren. Doch nicht nur ihn störte es, Este und Lorien beschwerten sich auch, dass sie nicht mehr zur Ruhe kämen. Also wurde die Sonne am Abend von Ulmo unter die Erde gebracht und kam im Osten wieder hervor. Dabei gingen sie im Westen durch das Tor der Nacht und im Osten durch das Tor des Morgens. Die Funktion der beiden Tore wird nur in den verschollenen Geschichten genauer erwähnt. Beide Tore finden aber Erwähnung im Silmarillion. Der Takt, in dem sich die Sonne nun um Arda schwang, war nun auch die neue Zeitrechnung, die auch unserer entspricht. Wie die Umrechnung funktioniert, habe ich hier bereits in einem Video verpackt. Nach dem Mond konnte man sich für die Jahresrechnung nicht richten, denn Tilion fühlte sich zu Arien hingezogen und flog daher manchmal näher an sie heran, wurde jedoch durch ihre Hitze versenkt und entfernte sich wieder. Zudem wollte sie alleine und jungfräulich bleiben. Und durch die Näherungen der beiden entstanden die Phänomene der Mondphasen und der Sonnenfinsternis. Aber schon bald wurde Tilion von Morgoths Schattengeistern angegriffen. Er konnte aber siegen.
Aufgrund des Angriffs beschlossen die Valar, Valinor zu sichern. Die Pelori wurden erhöht und quasi undurchdringbar gemacht. Die Wachen darauf verstärkt und nur der Kalakiria, der Spalt, in dem auch Tirion steht, wurde, um den Elben den Weg zum Meer nicht zu verwehren, gelassen. Doch dort wurden viele Wachtürme aufgestellt. Im Meer wurden verwunschene Inseln errichtet und die See wurde rauer. Kaum einer hat es in der Geschichte geschafft, dort hindurch zu gelangen. Valinor war gesichert. Und da wir jetzt sehr weit im Westen waren, gehen wir auf die andere Seite, in den Osten von Mittelerde. Dort erwachten die ersten Menschen mit dem Aufgang der ersten Sonne. Das Land, in dem sie erwachten, wurde Hildorien genannt, das Land der Nachkömmlinge. Und da die Sonne beim ersten Mal noch im Westen aufging, machten sich die Menschen langsam auf den Weg dorthin. Sie waren die zweiten Kinder Ilúvatars und ich will hier kurz darstellen, wie lange der Abstand zwischen dem Erwachen beider Völker ist. Die Elben sind 1050 im Jahre der Bäume in Cúivéanann erwacht. Die Menschen hingegen erwachten im ersten Jahr der Sonne, was auf das letzte Jahr der Bäume 1500 fällt. Die Elben sind also um 450 walische Jahre älter. Mit der Umrechnungszahl von 9,582 kommen wir damit auf ca. 4312 Jahre der Sonne. Zum Vergleich, zwischen der Erschaffung des einen Rings und dessen Zerstörung liegen 4862 Jahre. Ein Zeitraum, in dem einige Reiche gefallen und neu entstanden sind. In unserer Welt vor 4312 Jahren, also im 23. Jahrhundert vor Christus, begann hier in Europa gerade mal die Bronzezeit. Aufgrund des enormen Zeitunterschieds waren sie doch recht unterentwickelt, als sie auf die Elben in Beleriand trafen. Und ganz wichtig, im Vergleich zu den Elben waren sie sterblich. Ihr Leben ist also nicht endlos und nach dem Tod verlassen sie die Welt. Aber sie hatten zu Beginn ein recht unbesorgtes Leben und konnten die Schönheit von Ada sehen. Denn Morgoth war zu der Zeit irritiert von der Sonne und noch erst kurz in Mittelerde und seine Macht war noch nicht ganz so weit ausgebreitet. Durch die Sonne sprossen auch die Blumen, Gräser und alle möglichen Pflanzen und die Menschen konnten dies genießen. Auf ihrem Weg trafen sie auch auf die Elben im Osten, die in Mittelerde geblieben waren und erlernten von ihnen unter anderem die Sprache. Doch diese Schönheit würde nicht lange so bleiben. Und nun ist alles bereit. Alle großen Arten sind erwacht. Die verschiedenen Parteien zirkeln an ihren Plätzen. Die Zeitalter der Sonne sind nun da. Die Zukunft hält viele große Schlachten, Schand und Heldentaten bereit. Damit sind wir mit dem ersten Abschnitt von Tolkien chronologisch durch. Danke fürs Zusehen und dabei sein bei mittlerweile 10 Folgen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und auf Wiedersehen.